Willkommen zum ersten Podcast von Staffel 7. Unsere Applaus. Respekt für uns. Gut gemacht. Habt ihr gut gemacht, ja. Insbesondere unsere Week ist jetzt auch vorbei. Das war ja letzte Woche. Wir haben jeden Tag über einen schlechten Film gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen underwhelmed. So, teilweise waren die Filme gar nicht so schlecht. Ja, stimmt. Ich habe bei Eragon Schlimmeres befürchtet. Ich habe den nie gesehen. Wobei Cats war schon ein Erlebnis. Cats war da wusste ich auch schon, dass das so schlimm ist. 50 Shades war auch schon so, dass. Also, das ich habe die ersten. Ist heimlich Fan. Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe die ersten beiden 50 Shades-Teile gesehen, die waren wirklich hundsmiserabel. Da fand ich den dritten sogar noch irgendwie so einen Step up, also so noch so einen Schritt nach vorn. Ja, weil er so in der Belanglosigkeit verloren gegangen das ist. Das stimmt. Weil der hatte so gar nichts zu erzählen. Aber wenn du mich jetzt so im Alltag fragen würdest, was sind so die schlechtesten Filme, die du je gesehen hast, ich würde 50 Shades 3 nicht dazu zählen. Wirklich? Und was sind die schlechtesten Filme, die du je gesehen hast? Wirklich? Wenn du mich so fragst. Oh, das ist schwierig. Aus dem Stand Top 3. Aus dem Stand. Schwierig, schwierig. Nicht groß drüber nachdenken. Boah, das ist wirklich schwierig. Manos, Hands of Fate ist auf jeden Fall dabei. Porno wird oft genannt. Jetzt werden wir demonetarisiert, wenn wir monetarisiert werden. Porno-Holocaust ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Cannibal-Holocaust. Nee, Moment, ich meine, Cannibal Holocaust. Nein, nicht verwechseln mit Cannibal Holocaust. Der Meisterwerk. Der hat auch eine Message. Ey. Der hat eine Message. Ne? Was komplett anderes ist Porno Holocaust, wirklich. Das ist ein ganz, 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 ganz anderer Film über so einen Zombie auf einer Insel, der Frauen zerfleischt. Und vorher noch mit den Sex. Das ist so ein pornografischer. Ja. Kartoffelsalat und Bruder von Luda zählen da bestimmt auch irgendwie mit rein. Boah, ja, Kartoffelsalat ist halt so, aber es sind halt so Stande. So Daniel der Zauberer, das ist halt so, die fallen immer. Hast du den mal gesehen? Daniel der Zauberer? Ja. Ja, klar. Du hast den auch gesehen? Ja, klar, hab ich den gesehen. Geil. Gesehen? Einfach so? Freiwillig? In diesem Podcast sind mehr Leute, die den gesehen haben, als die es nicht gesehen haben. Ich habe ihn bis heute nur so ausschnittweise gesehen. Wie heißt der ihn gemacht hat? Weil der ist Uli Lommel. Uli Lommel ist halt ein großer Name des neuen deutschen Films. Das stimmt. Deswegen so, why? Hast du das mal reingezogen? Ja. Oh ja, mein Beileid. Ja, deswegen. Verstörend. Aber wenn du dann auch mal überlegst, also Far Cry, Eragon, 50 Shades 3, das sind alles Filme, die keine 1 von 10 Bewertungen von uns bekommen haben. Ja. Aber muss es für euch so ein Film sein, so, musst ihr euch sauer machen? Weil ich finde halt auch so, dann spielen auch so AAA-Filme bei mir mit rein, wo ich sage, boah, das ist so schlecht. Das ist furchtbar. Ja, natürlich ist das alles. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Facetten des schlechten Films. Das stimmt schon. In sehr, sehr vielen unterschiedlichen Qualitätsabstufungen auch. Ich finde, wir sollten sowas machen wie eine Weaker Week. Das wäre vielleicht die nächste, die Weiterentwicklung davon. 5 Films Weaker. Also irgendwie so. Also ne? 28 Days later. Und das Ding ist dann, dass Lenny darf auch nicht mehr trainieren, dass er selber auch weak wird. Der weake Lenny. Da muss doch mal, also muss lange Zeit vergehen, glaube ich, bis der, bis der auf unserem Niveau ist. Oder wir machen halt die Weakest Week und dann sprechen wir wirklich, wirklich über so richtig schlimmen Amateurfilm und versuchen so wirklich das Schlimmste aufzutreiben, was wir so finden können. Was es so gibt. So, ich habe gerade über so Figuren, die so schwach sind. Dann so irgendwie Christian Bale in der Maschinist. Wer sind die schwächsten Figuren in der Filmlandschaft? Ja, also der Maschinist auf jeden Fall einer der schwächsten Menschen. Nein, das ist ja immer noch ein erwachsener Mann. Also du meinst so Ratatouille? Ich dachte, weil es eine Ratte. Ich dachte an sowas wie das große Krabbeln. Obwohl Ameisen sind super stark. Okay, das ja, im größten Verhältnis. Ja, das ist, glaube ich, richtig schwer. Ja, aber oder guck mal eine Ameise, die den Stuhl hier trägt, auf dem du gerade sitzt. Oder Sam, weil Sam ist ja an sich ein Geist und die haben keine Masse und so, also können die auch keine Kraft besitzen. Ja. Wer ist ein Machtgeist, dann aber schon. Ja, das stimmt, aber das sind ja immer Machtgeister. Ah, kompliziert. Naja, es wird auf jeden Fall sehr kompliziert. Nee, ich glaube, die schwächste Figur ist Peter Pan in Hook, weil der hat die ganze Zeit keine Kräfte außer Anwaltskräfte. Ja, ich blicke optimistisch in Staffel 7. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich habe sehr viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch ganz groß in unserem. Das stimmt. Das kommt bald. Und vor allem kommt das auch in der Zeit. Das kann ich ja jetzt schon mal droppen. Soll ich es jetzt schon mal droppen? Also, das ist eine Krankheitsmeldung, dass ich Anfang März im Mundraum operiert werde und dann so 2 Wochen oder so nicht mehr sprechen kann. Das ist auch nichts Wildes, ist wirklich nichts Ernstes. Also, keine Sorge. So, du musst aber 2 Wochen lang die Fresse halten. Genau. So. Ich werde sogar weiterarbeiten wahrscheinlich. Die meinten, das wäre kein Problem, aber sprechen wird halt schwierig. Deswegen bin ich dann eher nicht mehr im Podcast, eher nicht in Kritiken. Aber trotzdem habe ich da mega Bock drauf. Und das wäre doch mal so eine herausfordernde Kritik ohne gesprochenes Wort. Oh, das gibt's, habe ich schon mal gesehen. Ja, stimmt. Da sitzt ein Typ, ich weiß nicht mehr, wer es war, sitzt da und nur seine Gedanken erklingen. Chris Stuckman. War es Chris Stuckman? Ja, okay. Hat das nicht Wolfgang bestimmt auch gemacht? So eine Kritik, wo er einfach gar nichts sagt zu einem Film? Kann sein, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass wir heute wunderbare Filme mitgebracht haben für den neuesten, für den ersten Podcast aus der 7. Staffel von Cinema Strikes Back. Dies ist ein Podcast von Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien und so. Und Comics auch manchmal. Natürlich. Wir sind 5 Leute. Jonas, Marius, Alper, Xenia, Lenny. Hallo. Hey. Das ist das neue Intro. Und das ist ein Podcast von Funk. Ja, wie geht's? Wie steht's? Was geht ab bei euch? Was habt ihr so in letzter Zeit? Was ist passiert? What's happening? Ich bereite mich intensivst vor auf den Start von Dune. Ich sag auf seinen Urlaub. Was heißt das, du bereitest dich intensivst vor? Ich habe jetzt angefangen, wieder das erste Buch zu lesen. Jetzt zum dritten oder vierten Mal inzwischen. Ich habe mir noch ein paar andere Bücher dazu bestellt. Ich habe schon angefangen, so ein bisschen Skripte zu überlegen. Und ich habe unter anderem auch die Jodorowsky-Dune-Doku gesehen. Können wir da mal kurz drüber sprechen? Sehr gut. Und ja, ich habe noch so 1, 2 andere Bücher bestellt und freue mich einfach sehr auf den Start. Ich kann es nicht mehr erwarten. Dune 2. Ja. Wie ist denn die Lage aktuell mit Dune the Prophecy oder ehemals The Sisterhood, die Serie über die Bene Gesserit, die Villeneuve geplant hat? Dune Prophecy? Ja. Ja, also er ist da auf jeden Fall nicht auf dem Regiestuhl, aber er ist Executive Producer, soweit ich weiß. Soll theoretisch dieses Jahr noch starten. Es ist kein ja. Startdatum bekannt. Ich würde da ein bisschen vorsichtig mit sein. Mhm. Wo überhaupt? Ist das auf HBO. Wahrscheinlich wird es am Ende auf Sky oder Wow landen in Deutschland. Ja. Aber so der Stand jetzt ist, es soll dieses Jahr noch starten, wahrscheinlich. Aber schön wär's. Ich denke mal eher, dass es nächstes Jahr im Frühjahr startet vielleicht. Es wäre so schön, das dieses Jahr gucken zu können. Blickst du optimistisch der Zukunft von Dune entgegen? Ja, klar. Blickst du eigentlich nicht, weil der erste Film ist ja dann vorbei. Vielleicht macht der Denis Villeneuve noch einen dritten Film, wo er das zweite Buch verfilmt. Mhm. Dune Messiah ist gespannt. Das? Oder was ja, ist das? Dune Messiah. Ja. Und was erwartet uns in The Sisterhood? Oder Prophecy heißt es ja jetzt. Wie gespannt bist du auf die Serie? Meinst du, es kann was werden? Ich finde es ja sehr. Es ist schon weird und mutig, sich das anzugehen. Ja, es geht ja um die Anfänge der Schwesternschaft der Bene Gesserit, die ja auch in Dune eine riesige Rolle spielen. Und die Hexen. Das heißt, die Sexhexen. Ja, die Sexhexen. Ja. Die diese Stimme haben. Ja. Alper, atme. Ja. Und eine ganz besondere Kiste. Und eine ganz besondere Kiste. Wehtut. Die Schmerzbox. Die Schmerzbox. Und diese Serie soll eben 10.000 Jahre vor der Handlung von Dune spielen und die Anfänge dieser Schwesternschaft zeigen. Ich finde das so abgefahren, dass da Geld reingepumpt wird. Ja. Gibt's denn da, gibt's aber ich meine, Dune ist jetzt sehr etabliert, da kann man mal ein bisschen probieren. Gibt's denn das Source Material irgendwie zu, dass das komplett neu ausgedacht dann? Ja, es gibt da schon. Das Problem ist, oh Gott, jetzt schießt du die Frage. Deep Dive. Ja, zu der Kanon bei Dune ist ein bisschen interessant, würde ich dann sagen. Mhm. Es gibt die 6 Bücher von Frank Herbert, die sind quasi so Original-Dune. Dann gibt es noch eine Enzyklopädie, die aber nicht von Frank Herbert geschrieben wurde, sondern von anderen Leuten. Aber er hat sie abgenickt. Abgesegnet, fand es dann interessant, hat dann teilweise sich auch in seinen späteren Büchern, die kam 84 raus, ich glaube, dann kamen noch 2 Bücher von ihm, hat sich dann in seinen späteren Büchern teilweise auch darauf, auf so Infos da drin berufen, hat sie noch mal so quasi mal wiedergegeben. Und ich glaube, 1999 war es dann so, das war dann nach dem Tod von Frank Herbert, dass seine Nachlassverwaltung, also die Herbert Estate, so wie bei Tolkien Estate gibt es ja auch, dass die gesagt haben, dass das ist schön und gut, das ist jetzt so eine Alternativversion davon, aber der Sohn von Frank Herbert, Brian Herbert, der will jetzt neue Bücher schreiben. Mhm. Die das dann vielleicht nehmen die Informationen draus, vielleicht auch nicht. Und seitdem hat der über 20 Bücher geschrieben, zusammen mit einem anderen Schriftsteller namens Kevin J. Anderson. Und ich sag mal so, in der Dune-Community sind die so ein bisschen verrufen. Ich habe noch kein einziges Buch von denen gelesen, aber die gelten als nicht besonders gut. Ja, so ein bisschen so Pulp Fiction. Eher so pulpy. Nicht so dieses tiefe philosophische, was die Bücher von Frank Herbert auszeichnet. Sondern sehr auf die Schauwerte, auf Action ausgelegt, auf Rasanz und die Sci-Fi. Und hat dann teilweise auch so Ideen und sowas komplett umgekehrt, die Frank Herbert in seinen Büchern. Und wann hat der Sohn angefangen zu schreiben? Und schreibt er immer noch? Oder ist das? Der schreibt immer noch. Das ist ziemlich witzig. Es ist ziemlich witzig. Also das Dune-Multiverse quasi. Also ich finde das so krass. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich könnte das nicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an meiner Beziehung zu meinem Vater, aber dermaßen das Werk meines Vaters fortführen. Aber dein Papa ist nicht Schriftsteller, oder? Nee, der ist bei der Bahn. Aber trotzdem, also ich könnte das nicht. Okay.
Das ist ja, aber vielleicht ist es halt, das ist halt schon eine Gelegenheit, ne? So, und vielleicht auch ein bisschen dieser Druck, so die gleiche Legacy zu erreichen wie der eigene Vater. Das ist ja, das ist interessant auf jeden Fall. Aber ich würde haltet euch fest. Haltet euch fest. Ich halte mich fest. Okay. Komm schon. Marius, du zählst mir jetzt, okay? Er hat geschrieben: Dune House Atreides, Dune House Harkonnen, Dune House Corino. Das ist die Preload to Dune Trilogy. Dann gibt's noch die. Prelude hat sie noch gerne, wer sie noch kennt. Dann gibt es Dune, The Butlerian Jihad, Dune, The Machine Crusade, Pre-Come to the Dune Trilogy und Dune, The Battle of Corinne. Das sind nochmal drei Bücher. Ja, Legends of Dune. Dann gibt es noch die Fortsetzung der Dune-Bücher, die heißen Hunters of Dune und Sandworms of Dune. Dann gibt es noch Paul of Dune, The Winds of Dune, Princess of Dune, Leto of Dune, Sisterhood of Dune, Mentats of Dune, Navigators of Dune, Dune, The Duke of Caladan, Dune, The Lady of Caladan, Dune, The Heir of Caladan. Und da gibt es noch einige Short Stories. Also ich sag mal so, manche Leute würden jetzt sagen, da wurde die Kuh ein bisschen gemolken. Von welchen Jahren sprechen wir? Das sind, glaube ich, von den 90ern bis jetzt aktuell. Bis heute. Ja, also ja, gut, das sind schon ein paar Jahre. Das sind schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob er schneller als Stephen King ist, aber 2022 kam The Heir of Caladan raus und das erste war, glaube ich, 1999. Ja, krass. Also, hat George R. R. Martin Kinder? Nee. Weil, wenn, stell dir vor, der stirbt und hätte jetzt auch einen Sohn, der auch so fleißig schreibt, dann hätten wir ja 20.000 Game of Thrones Bücher auf einmal. Und ich würde sie lesen. Also, aber wie gesagt, ich will jetzt nichts über die Qualität der Bücher sagen. Ich kann nur wiedergeben, dass es einige Leute gibt, die nicht so gut finden. Ich habe noch nichts davon gelesen. Ja. Und ich habe jetzt auch in nächster Zeit das nicht vor, weil ich erstmal das Original weg. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das nicht so ein bisschen deinen Fingern juckt. Nee, doch diese Bücher. Also du bist Fan von Frank Herbert, aber nicht von Brian Herbert. Not all Herberts are the same. Nee, tatsächlich habe ich mir jetzt zwei Bücher bestellt von Brian Herbert. Ja. Aber das heißt The Road to Dune, da geht es quasi um die Entstehungsgeschichte von den Büchern. Und das andere ist, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss mal gucken, also der muss auf jeden Fall noch Dune Legacy und Dune Bloodline rausbringen. Um alles. Also seine heißt ja irgendwie auch schon Legacy-mäßig, aber Der hat noch Father of Dune, ich weiß gar nicht, wie das heißt, über seinen Papa eine Biografie geschrieben. Die soll sehr gut Father sein. Of Dune. Father of Dune, ja. Dune, Father of Dune, Dune, Dune. Dune 3000. Ja. The Dune, habt ihr Dune gespielt damals, das Computerspiel? Ach so. Nee, das Computerspiel. Nee. Es war so ein bisschen Command Conquer, ich glaube sogar vor Command Conquer so ein bisschen. Ja, das war quasi der Vorgänger. Genau, genau. Das war geil. Echtzeitstrategie nach vorne gebracht. Genau. Ja, mich nie. Und das ist wirklich alt, ne? Wir sprechen von 90s. 90, frühe 90s oder sowas, ne? Ja. Nee, zwei Teile, glaube ich, gibt's. Ja, hab's nie, aber gerade, also Dune geht auch gerade im Brettspiel Kosmos wirklich ab. Da sind ein paar fantastische Brettspiele entstanden. Total, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon wieder im Dune-Talk. Aber es macht so viel Spaß. Ja. Naja, gut, aber 29. Nee, Quatsch, wann war es? Doch, 29. Februar kommt Dune Part 2. Das ist bald. Das ist bald. Ich freue mich sehr drauf. Gott. Ich freue mich wirklich tierisch drauf. Und da werden wir auch ein paar Videos zu machen. Wir werden ein paar Videos dazu machen. Ganz wichtig. Habt ihr mitbekommen, dass auf Social Media so ein bisschen Ding, so die Gesichtsausdrücke von Timothée Chalamet auf den Dune-Postern sind immer so ein bisschen so abgefuckt. Es ist ja auch wieder heiß gestorben. Es ist ja auch wieder ein Filmposter erschienen, mit wo all die Gesichter drauf sind. Ja, klar. Dieses generische Filmposter für alle, die sich im Kino nicht entscheiden können, in welchen Film sie gehen. Oh, da sind viele Gesichter drauf. Guck mal, der freut sich, der ist traurig. Wer sieht denn sympathisch aus? In den Film gehe ich. Da gucke ich drauf. Da gehe ich rein. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf den Film. Boah, ich wollte sagen, ich habe komplett den Faden verloren gerade in meinem Kopf, aber ist ja auch das völlig Sand wurscht. Im Kopf. Ja, dir ist der Faden durch die Finger geglitten wie Sand auf Arrakis. Ja. Aber Spice ist noch feiner als Sand, oder? Das klingt nach einem Special. Ja. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Jonas, wir sollten uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen und Brian Herbert kritisieren darüber, dass er die Kuh melkt. Wir haben exakt dasselbe vor, wenn Dune 2 erscheint. Ja. Wir werden auch die Dune-Kuh melken, bis da keine Milch mehr rauskommt, sondern Spice. Und das wird schön. Sondern blaue Milch. Blaue Milch. Wir haben aber auch in den, also vor allem Marius und ich, Jonas hat irgendwie keinen Bock gehabt. Wir haben am Wochenende ein wunderbares Festival. Ich hatte Geburtstag. Besucht. Jonas hatte keinen Bock. Wir haben ein wunderbares Filmfestival besucht. Es ist unser Lieblingsfilmfestival. Und auch wenn Leute das jetzt vielleicht denken könnten, nein, wir werden nicht bezahlt. Nein, es ist keine bezahlte Kooperation in irgendeiner Form. Wir dürfen das eh nicht. Wir sind einfach wirklich Riesenfans vom Fantasy-Filmfest. Und das war jetzt auch wieder am Wochenende. Und ich finde wirklich,
nochmal ein Plädoyer dafür, das war das beste Fantasy-Filmfest, das ich vielleicht jemals erlebt habe. Also, was die an einem Wochenende für Filme gezeigt haben, war wirklich phänomenal. Ich fand, da war kein einziger, ich habe nicht alle gesehen, ich habe 7 oder 8 von 10 gesehen, da war kein einziger Stinker dabei. Es war wirklich, es war wirklich gut. Vielleicht noch kurz zur Unterscheidung, weil es gibt ja mehrere Fantasy-Film-Festivals übers Jahr hinweg. Das waren die White Knights. Die White Knights sind jetzt immer so im Januar, Februar. Dann im April kommen die Knights. Die sind was immer leicht so verwirrend ist, aber ja. Ja. Die sind immer nur so ein Wochenende lang, Samstag, Sonntag. Und das Hauptfestival. Also immer 5 Filme am Samstag, 5 Filme am Sonntag. Und das Hauptfestival ist ja so im September, August, je nach Stadt. Ja. Und das ist 1,5 Wochen lang oder eine Woche lang. Genau, je nach Stadt sind die auch zu unterschiedlichen Terminen. Also die gibt es in vielen großen Städten wie Berlin, Köln, München, Stuttgart Hamburg, und so weiter und so fort. Hamburg, ja. Hausach. Hausach nicht, nee. Das wär's. Ja, so, Marius, fragt mal so. Ich meine, fast alle Filme, die da liefen, haben bisher in Deutschland noch kein Startdatum. Ja. Mhm. Manche werden auch sicher keins kriegen. Andere werden so irgendwie auf Blu-ray oder so erscheinen oder auf Streaming und dann irgendwie an vielen Menschen vorbeigehen. Und ganz wenige, wie der große Hauptfilm dieses Jahr, nämlich Dream Scenario mit Nicolas Cage, der hat jetzt schon einen Filmstart. Und ich glaube aber, das ist wirklich der einzige. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine. Und der kommt aber auch erst im März. Das heißt, wir konnten ihn jetzt auch fast 2 Monate vorher sehen. Und ja, was war so dein Highlight, frage ich mal. Dali. Dali, wirklich? Dali, fand ich, war eine herrliche, witzige Komödie über Salvador Dali, der einen Film, also eine Reporterin will einen Film über ihn drehen. Ja. Und der Film findet nicht statt. Und es ist eine, es ist hier, ich vergesse mal, wie man seinen Namen ausspricht, Quentin Dupieux. Ja. Und der hat im letzten Festival auch schon Smoking Causes Coughing gemacht. Ja. Und das sind so herrlich verrückte Filme, die so mit Absurditäten arbeiten und Randomness. Es ist einfach ein super schräger Humor. Ja. Dali ist, weil es ein bisschen biografisch wäre jetzt übertrieben genannt, aber nicht biografisch, der ist halt, Smoking Causes Coughing fängt mit einer Geschichte an und geht wo er ganz anders hin. Und hier dreht sich tatsächlich um, dass dieses Fernsehinterview stattfinden soll. Und er die ganze Zeit gefilmt werden ist. Und Dali wird von 4, 5 verschiedenen Darstellern gespielt, von einem der Coen-Brüder zum Beispiel. Echt? Also, das ist ja, ich glaube, von einem der Coen-Brüder? Ja. Wirklich? Ja. Oh, krass. Aber ich glaube, es sind 5 verschiedene Dalis. Also ich glaube, es sind 4. Eine alte und dann 4 andere. Ja. Was mich aber immer erstaunt hat, ist, dass halt Dali mit 6a geschrieben wird, der Titel. Ja. Das ist ja auch eher eine Komödie über Dali. Genau. Und ich dachte, Dali. Genau. Und ich dachte, es wären 6 verschiedene Dalis. Ist es aber nicht so. Beziehungsweise da haben mich unsere Freunde von Filmfressen darauf hingewiesen. Weil ich habe da auch gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, es sind nur 5. 5 Fans. Also ja, viele. Dalis. Und das geht auch so ineinander über, da so Transitions, so, da siehst du was im Fernsehen, dann raus wieder und dann bist du in der Szene wieder und dann wieder im Fernsehen. Also das ist so eine Der ist relativ kurz, ne? 77 Minuten geht der nur und das ist halt. Hast du gerade gesagt, das wäre einer der Coen-Brüder, der den gespielt hat? Ja. Das ist ein Typ, der heißt noch nicht mal wie, der ist Cohen. Ist Cohen? Mit H in der? Das hat überhaupt nichts mit dem Coen. Gar nicht, ist er gar nicht. Ich hab einfach den Namen, ist halt einfach, der hat sich unter den Masken versteckt, war er nicht. Ja, und Cohen O'Brien spielt auch. Cohen O'Brien ist auch dabei. Nein, ist er gar nicht. Ja. Aber der hat irgendwas anderes gemacht. Coen-Brüder spielt. Nee, ist er nicht. War er nicht. Aber der Typ ist witzig. Ich fand den Film auch witzig. Ja. Ich fand den herrlich. Ich hatte auch echt Spaß mit dem. Der entwickelt sich in so super weirde Richtungen. Es passiert total schräges Zeug. Ich habe eh auch schon in den letzten Jahren ja hier den Fliegenfilm von Dupieux immer wieder empfohlen. Mandibules. Mhm. Nein, nenn den deutschen Titel. Eine Fliege kommt selten allein. Nicht vom Titel abschrecken lassen. Es sind halt keine Meisterwerke. Dieser Dali ist ja halt auch nur 75 Minuten lang und man muss so ein bisschen offen für diese Art von Humor sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der dich permanent überrascht. Ja. Und das Gute ist, wenn man halt das auf Fantasy Filmfest gucken geht, dann ist es relativ günstig eigentlich, weil zum Beispiel eine Fliege kommt selten allein, wenn du den auf Blu-ray kaufen willst, 20, 30 Euro oder sowas, wenn du ihn überhaupt kriegst. Ne? Ja. Weil und du hast nicht das Glück, den in einem tollen Kino zu sehen. Ja, mit Publikum ist halt noch was anderes, weil es ist so absurd. Aber du hast ihn halt ohne den deutschen tollen 2-Titel gesehen. Das macht schon einiges aus. Ja. Aber der Film ist wirklich. Ich finde, der hat auch einen geilen Look immer, so die Farben, die er da wählt in dem Film. Ja. Das ist schön eigentlich. Das stimmt, gerade bei dem Film. Und mit den wunderschönen Locations. Und natürlich spielen die Gemälde und der Surrealismus von Dali spielt halt natürlich eine Rolle und wird auch filmisch verarbeitet. Aber es ist halt genau die, also es ist halt so ein bisschen. Was ich an dem Film so mag, ist es keine Liebeserklärung an die Kunst von Dali oder an diese sehr bizarre Persönlichkeit Dali. Der Film macht sich auch extrem über Salvador Dali lustig. Ja. Mhm. Aber das in so einem sehr, es ist so ein ganz schmaler Grat, den der Film
trifft. Also auf den schafft es, das charmant rüberzubringen. Genau, ja. Also die Exzentrik zu treffen. Ja. Und ja, okay. Sich ein bisschen drüber lustig zu machen, sie aber auch gleichzeitig als eigenes Stilmittel zu benutzen. Genau. Bis sie denken könnte, okay, ich glaube, Dali hätte der Film gefallen. Vielleicht. Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen zu bissig. Ja. Aber trotzdem merkt man halt, dass da auch Dupieux, der den Film natürlich auch geschrieben hat, eine Menge Liebe für die Kunst von Dali empfindet. Also das Gefühl hatte ich zumindest permanent während des Films. Ja. Und von daher hatte ich sehr viel dafür übrig. Ja. Ich hoffe, dass jetzt jedes auf jedem Festival ein Dupieux-Film läuft. Ja, das wäre super. Also der bringt wirklich einen Film nach dem anderen raus. Es gab so viele gute Filme dieses Jahr. Lasst mich kurz über Dream Scenario sprechen, auch wenn es nicht mein Lieblingsfilm auf dem Festival war. Aber es ist halt Nicolas Cage ist auch ein Vielfilmer. Der macht auch sehr viele Filme. In den letzten Jahren gab es zum Beispiel Pig. Da hat der einen Koch gespielt, einen sehr verstörten Koch, traumatisierten Koch. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig an die Handlung erinnern, aber ein Loner ist das, ja. Einzelgänger mit einem netten Freund. Ja, genau. Und ich fand den Film recht stark. Lief auch auf dem Festival. Das stimmt. Ja. Und das war das Festival der Tiere, dann lief nämlich auch Lamp. Ja. Auf jeden Fall war das ein Film, der mich sehr berührt hat mit Nicolas Cage. Und jetzt Dream Scenario ist der nächste, in dem ich behaupte, da hat Herr Cage aber mal wieder einen abgefeuert. Also der ist wirklich fantastisch in diesem Film. Das glaubt man gar nicht, werden jetzt manche sagen, weil zumal auch einer der letzten Filme, die ich gesehen habe mit Nicolas Cage, war Sympathy for the Devil, der halt ganz auch auf dem Fantasy-Film lässt, Steve. Ja, ne? Der aber ganz großer, also den ich überhaupt nicht mochte, gar nicht. Der hat so viel Versprechen angefangen und hat so schnell abgebaut. Und jetzt zieh dir mal diese Idee von Dream Scenario rein, weil das ist eine der besten Filmideen, von denen ich persönlich je gehört habe. Es geht um einen Lehrer in der Midlife-Crisis, beziehungsweise, nee, sorry, der ist Universitätsprofessor. Mhm. Der ist mitten in der Midlife-Crisis, hat es nie so richtig in seinem Fach geschafft. Und so eine ehemalige Kollegin von ihm geht jetzt auch noch mit einer Idee, die eigentlich er mal hatte, geht sie gerade komplett steil und wird super erfolgreich. Und von einem Tag auf den nächsten passiert etwas Unvorstellbares in seinem Leben. Ein großer Teil der Menschheit, ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber wir reden wirklich von aber Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen träumen plötzlich von ihm. Also exakt von dieser einen Person. Okay. Es ist einfach, er wird total berühmt, weil alle von ihm träumen. So völlig random, aber auch ganz unterschiedliche Träume. Bei manchen ist es ein Albtraum, bei wiederum anderen ist es ein erotischer Traum, bei wieder anderen ist es irgendwie, ist er einfach nur eine Randfigur. Mhm. Und er wird dadurch zur Berühmtheit. Und er möchte natürlich auch diesen plötzlichen Ruhm ausnutzen, um halt auch seine Arbeit voranzutreiben und also auch seine Familie zusammenzuhalten und nicht den Selbstrespekt zu verlieren. Es ist ein äußerst außergewöhnlicher, weirder Film. Mhm. Der hat mich so sehr erinnert an so Filme von Charlie Kaufman, also sowas wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Adaptation. Oder auch, ja, Nicolas Cage auch mitspielt. Stimmt. Oder auch hier. Wie hieß der denn nochmal, der Netflix-Film? Der Being John Malkovich? Nee, den meine ich aber nicht. Verdammt, das ist der Titel, ending, ist ein Satz. I'm Thinking of Ending Things, den ich wirklich auch fantastisch fand. Und Dream Scenario geht so ganz genau in diese Richtung. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern einer aus dieser Riege, also von Charlie Kaufman oder Spike Jonze oder wer auch immer die ganzen Regisseure heißen und Filmemacher, die da mit sind, ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form an diesem Film mitgearbeitet haben. Der Regisseur und Drehbuchautor ist auf jeden Fall jemand ganz anderes. Mhm. Und es erinnert aber sehr an diese Filme, die so sehr skurril sind, sich in witzige Richtungen entwickeln, gleichzeitig auch so eine richtig krasse Emotionalität erreichen, so eine Tragik haben. Und das hat dieser Film eben auch. Und ich fand den rundum gut. Ich fand den wirklich überzeugend. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, so, ich meine, die Grundidee ist geil. Da denkt man sich so, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ich meine auch gelesen, aber wie die das dann umgesetzt haben und wie die zu Ende geführt wird, ist ja dann die nächste Frage. Weil oft ist die Grundidee ja richtig gut, aber so die Ausführung und das Ende ist dann halt irgendwie enttäuschend. Ich kann dir sagen, ich hatte genau dieselbe Befürchtung, bevor ich in den Film gegangen bin. Kann diese geniale Grundidee, übrigens ein A24-Film, kann das wirklich umgesetzt werden? Kann das zu einem guten Film führen? Meine Antwort, mein Fazit ist ja.
mit so einem Sternchen, so ein paar kleinen Abers, aber nichts Weltbewegendes. Ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Sehr unterhaltsam. Nicolas Cage ist fantastisch in dem Film. Ich mochte den. Ich glaube, sein Onkel hat ihn auch gelobt für die Darstellung in dem Film. Francis Ford Coppola. Ja. Ari Aster hat den Film übrigens produziert. Regisseur von Midsommar oder Hereditary oder Bose Afraid. Und der Regisseur und Drehbuchautor des Films heißt Christopher Borgli. Nie gehört den Namen. Keine Ahnung, ob das sein Debütfilm ist. Vielleicht hören wir jetzt mehr von ihm. Christopher Borgli. Christopher Borgli. Christopher, wo kommt der Mann her? Aus Norwegen. Aus Oslo. Aus Oslo. Hat schon ein paar Filme gemacht. Heißt das so auf Norwegisch? Oslo? Irgendwie so. Je nach Dialekt. Auf Norwegisch gibt es sehr, sehr viele verschiedene Dialekte. Koblenzer Norwegen. Hat ein paar Filme auch schon vorher gemacht, aber jetzt nichts wirklich Bekanntes. Mhm. Also, Hausach heißt zum Beispiel auch im Dialekt Huso. Huso? Huso. Huso. Okay. Huse. Krass. Huso? Cool. Du Huso, du Hausacher. Ich habe aber noch Hundreds of Beavers gesehen auf dem Fantasy Fanfest. Ah, das ist ein Film, der wirklich, also über den, der sorgt in spezifischen Filmkreisen für sowas von für Furore und das völlig zu Recht. Kommen 100 Biber drin vor? Es kommen hunderte von Biber drin vor. Der heißt Hundreds of Beavers. Also allein der Titel ist ja schon mal geil. Und das Besondere daran ist, das ist so eine Kleinstproduktion, da haben wirklich wenige Menschen dran mitgearbeitet. Es ist extrem viel vor dem Greenscreen. Der Film ist quasi vor dem Greenscreen entstanden. Okay. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film und es ist ein Film, der ohne Dialog auskommt. Warum brauchen wir denn Greenscreen? Also, das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr schwer zu beschreibender Film. Aber im Prinzip geht es um einen Trapper im 19. Jahrhundert, also The Revenant-mäßig, also jemand, der Felle und sowas jagt. Fallensteller. Genau, ein Fallensteller. Und der, beziehungsweise er war eigentlich erstmal was anderes, irgendwie, also auf jeden Fall in einer Bar oder sowas hat er gearbeitet, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder hat Trap-Musik gemacht. Und erstmal muss der, nein, aber erstmal muss der ums Überleben kämpfen und sammelt dann Felle und jagt die, verkauft die dann an so einen Fellhändler und ja, schafft so halt immer weiter als Trapper aufzusteigen und immer mehr Tiere zu jagen. Also, das ist auch wirklich kein Film in irgendeiner Form für Veganer, ist aber nicht brutal oder so. Also man sieht jetzt nicht wirklich, also die gesamte Gewalt in diesem Film ist extrem slapstickhaft und komödiantisch. Und irgendwann verkommt diese Hauptfigur auch zum Bösewicht. Denn das ist das Geile an diesem Film, wie ich finde. Irgendwann verliebt er sich in die Tochter dieses Fellhändlers. Und die beiden haben aber eine Bedingung, er darf erst um ihre Hand anhalten, wenn er denen hunderte von Bibern bringt. Und dann gibt es so einen Perspektivwechsel. Und dann gibt es wirklich so zwei Biber, die aussehen wie Sherlock Holmes und Watson, die halt diesen Serienmörder suchen, der so viele Biber umbringt. Geil, das ist und echt gut. Die Sache ist, ich habe wirklich selten Filme gesehen, die eine so hohe Gagdichte haben. Also da ist selbst nackte Kanone ein Witz dagegen. Echt? Wirklich, also diese Gag, also wirklich, da kommt also alle drei Sekunden kommt ein Gag. Die Erwartungen. Ich habe dem Film auf Letterboxd 9/10 gegeben. Ich fand den fantastisch. Ich fand den wirklich unfassbar unterhaltsam und unendlich kreativ. Wie haben die Biber gemacht? Sind das Menschen in Biberkostüm. Ah, geil. Entweder Handpuppen oder sowas. Ja. Geil. Es ist ein und ganz, ganz viel Compositing. Ganz, ganz viel, weil du halt auch Biber-Armeen siehst und hunderte von Bibern und so. Also guckt euch mal den Trailer an. Das ist wirklich, das ist einer der weirdesten, geil, aber auch gleichzeitig charmantesten und kreativsten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich mochte den Film. Und jetzt geht die Suche nämlich los. Nicht auf dem Festival gesehen, na, viel Erfolg. Das. Und das ist jetzt nämlich das Problem. Die Filme, über die wir gerade sprechen, die starten alle bald erst noch irgendwann. Das, so leid es mir tut, aber Hundreds of Beavers, also ich hoffe wirklich, dass der in irgendeiner Form hier in Deutschland rauskommt. Oh, geil. Der ist auch beim Festival extrem gut angekommen. Der erhält überragende Kritiken. Mhm. Ich fand den wahnsinnig unterhaltsam, also extrem witzig. Aber ich meine, es gibt ja öfters mal so Filme, die dann so kreativ sind, so außergewöhnlich, so gute Kritiken bekommen, die dann auch den Sprung schaffen, obwohl die so klein sind, dann Wie Skinamarink. Oder Beyond the Two Infinite Minutes. Den gibt es jetzt auch auf Amazon. Ja. Genau, und da hoffe ich es halt auch, dass Hundreds of Beavers das schafft. Ich fand den wirklich krass. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja. Also mit so geringen Mitteln sowas zu erzählen, das muss man schon erstmal schaffen. Aber es gab so viele gute Filme auf dem Festival. Es gab Last Stop in Yuma Country. Das ist so ein Thriller, der in so einem Diner spielt, der so richtig brachial ist und super spannend. War das wie bei deinem When Evil Lurks gesehen?
Ja, der war ein bisschen, von meiner Sache, ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, aber ist mega krass auch, der Film. Da geht es er spielt in Südamerika und Argentinien, ja. Genau. Und man erfährt nicht ganz genau, was passiert ist, aber es gibt so verseuchte Leute. Und da hat sich so ein, genau, besessen, und hat sich dann irgendwie so ein Regelwerk quasi drumherum gebildet. So, man darf die nicht erschießen, weil dann geht der böse der Spirit Dämon in einen über und sowas. Aber man darf auch keine Tiere Gegenwart. Genau, ja. Es hat so einen Mix aus Zombie-Apokalypse, Drama. Es hat auch sehr, sehr viel von so von dem Film It Follows. Ja. Weil It Follows ist die Bedrohung ja auch unsichtbar. Da geht es ja darum, dass du immer dann von einer dämonischen Macht verfolgt wirst, so ganz langsam, die aber halt auch auf andere Menschen übertragen werden kann. Mhm. Und so ist das ähnlich hier. Ja. Du siehst diese echte Bedrohung, die siehst du eigentlich nie, aber du siehst halt die Werkzeuge, die diese Bedrohung benutzt, also die Menschen und die Tiere. Geil. Und ich muss was dazu sagen, dieser Film hat wirklich Szenen, die gehen einem so tief unter die Haut, weil die so äußerst brutal sind und so richtig abgrundtief böse, dass man wirklich dann nur da sitzt und sagt, holy shit. Das war für mich so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da hatte der Regisseur vor allem echt ein paar gute Ideen, so von, okay, das will ich umsetzen, und dadurch wirkt das alles ein bisschen so, ah ja, hier ist eine krasse Szene, jetzt kommt hier eine krasse Szene, aber das Ende fand ich dann doch sehr unbefriedigend. Okay, also lässt sich dann quasi so einfach zurück, und er hat super viel Erklärung, also sind halt Charaktere, die erzählen dir wirklich minutenlang, wie diese Welt funktioniert, ohne dass du was zum Hintergrund der Welt an sich erfährst, sondern nur über diese Regeln, wie das zu handeln ist, und die spielen aber wiederum keine Rolle. Eine Regel ist zum Beispiel keine Elektrizität. Ja gut, dann ist es halt dunkel. Man lag auch wahrscheinlich am Budget. Ja, das stimmt. Und man spürt halt auch, dass, was heißt, man spürt, man merkt, dass das nicht so hundertprozentig durchdacht ist an allen Stellen. Mhm. Und diese Hauptfigur ist zum Kotzen, also agiert teilweise völlig unnachvollziehbar und unplausibel, auch nicht in Stresssituationen. Es ist teilweise wirklich, sitzt du da und denkst, Hä? Hast du gerade die letzten 20 Minuten geschlafen oder was? Ja. Und teilweise ist er auch überdramatisch. Mhm. Ja. Also stellenweise hat mich so die streitgeladenen Dialoge haben mich wirklich an so eine Telenovela erinnert. Also ich fand diesen Film in seinen starken Momenten, fand ich den unfassbar stark. Also gerade für wirklich Horrorfans, die es mögen, wenn es so richtig ans Eingemachte geht, wenn es wirklich brutal und so abgrundtief böse wird, für die ist das was. Aber ich habe auch, genau wie Marius, ganz viele Abers bei When Evil Lurks, so heißt der. Der Anfang ist mega stark. Der Anfang ist mega stark. Ja, und lässt dann, aber die letzten zwei Akte sind leider nicht so gut. Leider. Ja. Leider. Ja, das war das Fantasy Filmfest, die White Nights für dieses Jahr. Auch Red Room soll ja ein fantastischer Film sein, denn absolut empfehlen Red Rooms auch, ja. Ja. Aber ich habe noch einen Film gesehen, und zwar heute Morgen, über den ich sprechen möchte, weil der mir noch gerade so auf der Seele liegt. Es ist eine europäische Produktion namens Club Zero. Und es ist ein Film, den wir, der wie für uns gemacht ist. Denn es geht ums Essen, um Ernährung. beziehungsweise ums Nicht-Essen. Vorab, die Regisseurin des Films war mir ein Name, war mir ein Begriff. Jessica Hausner. Ich glaube, ich habe das gerade richtig gesagt. Die kennen wir nämlich. Jonas, wir beide haben einen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, Marius. Jessica Hausner. Kommt er dir bekannt vor? Ich gebe einen Tipp: ein österreichischer Film über eine Pflanze. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Haben wir beide den gesehen, Marius? Oh, meinst du mit diesem Labor, wo die Pflanzen züchten, war genau. mit Dings. Ja. Ah! Aus das Parfüm und genau. Q. Genau. Die Rede ist von dem Film. Also Little Joe ist der, den ich. Ja, genau. Der Pflanze. Ja, genau. Mit dieser, ja. Genau. Wer ist denn nochmal der Schauspieler, auf den wir gerade nicht kommen? Der spielt Q in den aktuellen Bond-Film. Hat auch letztes Jahr einen sehr guten Film abgeliefert. Boah. Kommen wir gerade alle nicht drauf. Gott, es ist. Ben Whishaw, genau. Ja, genau, nicht drauf gekommen. Er spielt doch auch Jean-Baptiste Grenouille. Ja, genau, das war der Film, genau. Little Joe war halt ein Film, den wir alle sehr experimentell fanden. Der war vielversprechend, war aber leider unter unseren Enttäuschungen zurückblieb. Und diese Regisseurin hat jetzt unter unseren Enttäuschungen zurückblieb. Erwartungen. Wenn unter den Enttäuschungen zurück, dann ist er wirklich, nee, so schlecht war er dann doch nicht. Und jetzt hat sie einen neuen Film namens Club Zero. Ja. Und Club Zero dreht sich um. Der startet im März in den Kinos in Deutschland. Und ich glaube, der ist was für viele Leute, die auf weirdes, schräges,
aber auch anspruchsvolles, europäisches, herausforderndes europäisches Kino stehen. Mhm. Dieser Film wurde, ich habe noch nie so viele Länder gesehen, die an einem Film koproduziert haben. Ich glaube, der ist in irgendwie, ist eine, also eine Zusammenarbeit aus 12 verschiedenen Ländern oder so. Das ist ja auch von der Förderanstalt der EU mitproduziert, also Media. Mhm. Mit 2 E schreibt man das, glaube ich, wenn ich, bin mir aber gerade nicht sicher. Und genau, Club Zero ist ein Film, der dreht sich um eine Elite-Schule, wo wirklich viele Rich Kids zugegen sind, die einen, die eine Lehrerin, Miss Novak, einstellen. Die kennt man auch, die Darstellerin Mia Wasikowska, mhm. zum Beispiel aus den Alice-Filmen. Ja. Und auch anderen Filmen. Vor allem aus den Alice-Filmen. Und Mia Wasikowska spielt. Also die Alice-Filme mit Johnny Depp. Genau, ja. Die Tim Burton ja. Alice-Filme. Nicht so guten. Und auf jeden Fall spielt sie eine Lehrerin, die einen Grundkurs an der Schule startet über das Thema bewusste Ernährung. Mhm. Ganz witzig ist, einer der ersten Sätze des Films ist, veganes Essen oder vegan sein ist so out. Das ist schon alt. Es geht jetzt um mindful eating. Also bewusstes Essen, dass du bewusst deine Lebensmittel verzehrst, dass du tief einatmest, bevor du einen Bissen nimmst und dir überlegst, was du da gerade isst und dass du weißt, was du isst. Und das sind alles so tolle Lehren eigentlich, denn es stimmt ja, Fleischproduktion und so weiter ist nun mal eine große Gefahr für diese Welt, also dieser übertriebene, also vor allem die Massentierhaltung und so weiter und so fort. Diese Lehrerin treibt das allerdings irgendwann immer mehr auf die Spitze und bringt eigentlich die Kinder dazu, immer weniger zu essen. Mhm. Und es ist ein Film, der auch, das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, der am Anfang, bevor er läuft, eine Triggerwarnung hat. Mhm. Und wirklich sagt, Leute mit Essstörungen Krass. Sollten, also mhm. beware, mhm. Vorsicht. Denn hier geht es auch um sowas wie Bulimie und so weiter in dem Film. Und was mich so sehr an dem Film interessiert hat, natürlich ist das Thema Ernährung, spielt hier eine sehr gewichtige Rolle. Gleichzeitig geht es aber auch sehr viel um Gruppendynamik. Mhm. Weil sie hat dann so 8 SchülerInnen in diesem Kurs, ne? Mhm. Und dann sind da so irgendwie einer, der den Kurs nur belegt, weil er die Punkte braucht. Dann sind 3, die da wirklich so aus tiefster Überzeugung mhm. auch an diesem Kurs mitteilen. Dann sind ein paar dabei, die so ein bisschen auf der Kippe stehen und so weiter. Und da entwickelt sich so eine sehr interessante Gruppendynamik. Und jede einzelne Figur wird auch durchleuchtet. Also das ist halt mhm. auch spannend. Wir sehen im Background die Familien und so weiter von jeder einzelnen Figur. Man muss auch dazu sagen, dieser Film ist eine. Ich würde ihn so ein bisschen als groteske bezeichnen. Vielleicht, es hat auch auf jeden Fall was zutiefst Satirisches. Mhm. Stellenweise bleibt ja auch das Lachen einfach so komplett tief im Halse stecken. Das ist Satire, weil der auch so richtig krasse Urängste anspricht, gerade wenn man ein Elternteil ist. Weil diese Lehrerin halt wirklich, die bildet quasi, es wird zu einer kleinen Sekte. Mhm. Das klingt so ein bisschen wie Die Welle. Ja, ja, dachte ich auch. Definitiv. So, diese ganzen Schulen. Ja. Deswegen, also es hat mich auch an dem gereizt und deswegen bin ich da auch reingegangen, weil ich mir mhm. dachte, das könnte ja vielleicht so sein wie Die Welle. Hat auch Anleihen, definitiv. Es passieren wirklich heftige Dinge, weil irgendwann, da geht es halt auch um den Titel, Club Zero. Es geht halt auch so ein bisschen darum, wobei ich weiß nicht, ob ich das, soll ich das jetzt spoilern? Nee, ich spoiler es nicht. Nee. Aber es geht wann kommt denn der Film? Der Film kommt März, also März. Ich glaube am 28. März in Deutschland in die mhm. Kinos. Ich muss dazu sagen, ich fand den so in seiner letzten Konsequenz nicht hundertprozentig überzeugend. Gerade das Ende. Mhm. Hat mich dann doch wirklich so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Ich finde ihn aber bis dahin stellenweise brillant, gerade was diese Gruppendynamik angeht. Vor allem, er spricht halt auch so Urängste von Eltern an, weil wirklich diese Lehrerin so ein zutiefst perfider Einfluss von außen ist, der die Kinder komplett in den Abgrund zieht mhm. und dann aber auch noch institutionell geschützt wird von der Rektorin okay. und so weiter. Ja. Das sorgt zu so einer Mechanik, die sich darin bildet, du sitzt ich saß als Publikum halt da außen vor und dachte mir, das ist ganz schön gruselig. Mhm. Gleichzeitig entwickeln sich so wahnsinnig skurrile Momente, die auch was Komödiantisches haben, die ich jetzt hier an dieser Stelle auch nicht spoilern möchte. Ist auf jeden mhm. Fall ein sehr eigenartiger Film. Man muss auch dazu sagen, die Musik ist alles andere als angenehm, stellenweise. Das war ja aber auch in Little Joe schon so. Oh, ja, ja. Hier auch, hier gibt's so arrhythmisch gespielt, weil arrhythmisch kann man glaube ich gar nicht sagen, aber es sind so sehr auch nicht, das sind so afrikanisch anmutende Trommeln, die so die ganze Zeit gespielt werden und das auch immer mit sehr langen Pausen und das sorgt zu so einem sehr also gar keine so klassischer Film-Soundtrack mit Orchester, das ist wirklich nur das.
Nee, nicht nur das, das ist ein Unterschied. Es gibt, okay, auch, es gibt durchaus auch normale Musik in diesem Film. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich fand ihn okay. So, das klang jetzt aber interessanter als aber okay. Könnte ja tatsächlich einfach so, so ein Film sein, der dann auch in Schulen gezeigt wird, vielleicht. Weil Die Welle zum Beispiel. Ja. Also das Buch hatten wir in der Schule gelesen, da gab es den Film noch nicht, aber. Ja. Ja. Um gegen halt diese Dynamiken irgendwie. Ja, doch. Doch, doch, sehe ich, ja. Doch, durchaus. Ich glaube, der hat auch irgendwo einen pädagogischen Wert. Ja, ich fand den zum Beispiel aber auch deutlich besser als Little Joe beispielsweise, den ich wirklich, der mich nicht gekriegt hat. Ja, interessanter Film. Genauso habe ich auch noch Lisa Frankenstein und Drive Away Dolls gesehen. Die starten am 22. Februar beide. Oder beziehungsweise einer am 22., einer einen Tag später. Aber darüber, dazu komme ich noch, wenn die Filme starten, denke ich. Ja, was habt ihr denn noch so gesehen in letzter Zeit? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich gerade bei Dune so unterwegs bin, dass ich mich wieder vorbereite für alles. Jodorowsky. Ich habe mir die Doku angeschaut, Jodorowskys Dune. Und ich habe dann gesehen, als ich das bei uns bei Letterboxd eingeloggt habe, dass das schon mal gelockt war. Dann habe ich mich gefragt, wer das war. Weil inzwischen machen wir das ja immer so, wenn jemand was einloggt, macht man als Tag seinen Namen. Aber bei dem war noch kein Name. Und ich glaube, das war von der Zeit war davor. Davor. Ja. In den Ja, ich habe das gesehen vor, keine Geschichte. Ahnung, wofür vielen Jahren ich den gesehen habe. Großartige Doku. Mhm. Man merkt so Jodorowskis Wahnsinn. Ja. Aber es ist, ich finde es super inspirierend, was er so erzählt. Also, genau, er hat also ja geplant, diesen Film zu machen. Ja, Alejandro Jodorowsky, der ist ja ein Regisseur, der schon einige Filme gemacht hat in den 70ern, zum Beispiel El Topo oder Der Heilige Berg. Das sind alles super abgefahrene Kunstfilme, so mega durchgeknallt, so realistisch. Und der hatte den Plan, dann Dune zu verfilmen, das Buch, noch bevor das David Lynch dann gemacht hat. Der hat in den 70ern den Plan gefasst, das zu machen, hat sich mit einem Produzenten zusammengetan und hat dann quasi sich dann so erklären lassen, worum es in Dune ging, bevor er das gemacht hat. Fand das interessant. Hat das Buch nicht gelesen. Das wird immer so, so gesagt, so, er hat nie das Buch gelesen, hat wollte diesen Film machen, aber ich glaube dann schon, dass er das Buch im Nachhinein gelesen hat. Ja, den Comic dazu oder nur den Anhang oder so. Ja. Und dieser Mann hat dann versucht, diesen Film zu produzieren, der ja auch damals schon für unverfilmbar galt. Und der hat es geschafft, eine Riege an Leuten um sich zu scharen, dass es unglaublich. Und dieser Film, das wird auch am Ende gesagt, der hat so einen krassen Einfluss auf die Filmgeschichte gehabt. Ohne dass der Film jemals wirklich zu Ende gebracht wurde. Die haben so ein richtig fettes Buch, ein extra dickes so Produktionsbuch gemacht. Das haben die allen Studios geschickt, wo quasi der ganze Film schon so auserzählt wurde, auch mit Storyboards, gezeichnet von Jean Giraud, Möbius. Genau, Möbius und H.R. Giger ist auch mit am Start. Ja. H.R. Giger ist mit am Start. Ja. In der Doku kommt auch H.R. Giger sofort zu Wort. Dan O'Bannon ist mit dabei. Der Autor von Alien. Ja. Und auch noch so ein paar andere krasse Leute. Der wollte ja auch, dass dann der Imperator gespielt wird von Salvador Dali. Genau. Mhm. Halt schon genau, und der hat, der, ich glaube, das wäre, ist, das ist, glaube ich, der Trivia-Fact dazu, die höchste Gage für einen kurzen Auftritt. Also, der hat die Dali. Höchste Gage, Dali hat die höchste Gage aller Zeiten bekommen. Also, dann im. Die haben ein bisschen ausgetrickst dann auch. Ja. Theoretisch schon. Er hätte für eine Minute Auftritt im Film $100.000 bekommen. Ja, so. Okay. Wer war noch dabei? Musik sollte gemacht werden, zum Beispiel von Mick Jagger. Nee, Mick Jagger sollte mitspielen. Sollte. So war das. Ja. Ja. Mhm. Mick Jagger sollte mitspielen, David Carradine sollte mitspielen. Die Musik sollte sein von, oh, jetzt komme ich hier, Dark Side of the Moon. Pink Floyd. Pink Floyd. Mhm. Die haben den auch er hat sie dann auch angefragt. Und das ist so abgefahren, was da alles. Also wie viele Leute da, wie viele Leute er motivieren konnte, dann mitzumachen. Du willst das Ding im engen Fall einfach gesehen haben, weil das hört sich alles so geil an. Okay, zwei Fragen. Dieses Produktionsbuch, gibt es das zu kaufen? Nein, verschollen. Nein, es gibt mehrere. Ja. Ich sehe das auch in der Doku wieder. Es ist so groß, aber ich glaube, die sagen jetzt nicht so, ja, du überlegst vielleicht irgendwann mal rauszubringen, aber eigentlich ist es so, das ist so sein Ding, Müll macht er nicht, braucht er nicht. Okay. Aber ich will es auch unbedingt sehen. Und mehr, ne, Alien zum Beispiel, H.R. Giger hat danach deswegen unter anderem mit an Alien und so gearbeitet. Dan O'Bannon ja auch, genau. Genau, und da sind halt auch Sachen, kommen in Alien vor, die eigentlich hier drin vorgekommen sind. Sieht man auch in Prometheus zum Beispiel dann auch noch mal. Da ist ja dieser riesige Dome,
ja. da auf dem Planeten. Und das ist eigentlich auch eine Entwicklung aus diesem Dune-Konzept. Ja, hat auf jeden Fall super viele Sachen inspiriert. Und das ist geil. 10 Jahre später kam ja dann die Verfilmung von David Lynch raus. Warum ist aus dem Film nie was geworden? War die Ambition einfach zu groß? Zu groß, ja. Zu teuer, ja. Zu viel. Also ich glaube, hat man noch gar nicht so gesehen dann. Also das Potenzial. Ich glaube, ja. auch wegen Star Wars, also nee, machen wir nicht jetzt. Und ich glaube, Star Trek war gerade irgendwie ein bisschen gefloppt, meine ich so in die Richtung. Ich sag so, nee, sonst ist das zu teuer für so viel krasse Sachen. Der hat das schon vor Star Wars geplant. Dann kam halt Star Wars raus und dann war es schon so ein bisschen so, ja, okay, es gibt ja jetzt schon was Neues. Genau. Das macht übrigens gerade auch Francis Ford Coppola, nur dass der Film wirklich erscheint mit Megalopolis. Der Pate-Regisseur, der ja auch wirklich so einen Star nach dem anderen für das Projekt engagiert hat. Und der Scope von dem Film, also die Ausmaße dieses Films, seien angeblich wohl gigantisch. Und der Hype steigt und steigt. Eigentlich kann dieser Film diesen Hype-Level gar nicht mehr erreichen. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf Megalopolis. Der Don Quixote-Film, der dann auch unter den Erwartungen zurückgeblieben der ist. Ich habe den gesehen, der war nicht gut. Der war echt nicht geschippt und auch geguckt. Was ist denn heute mit dem Namen? Harry Gilliam. So. Ja. Den er auch an dem er jahrzehntelang immer arbeiten wollte, dieser eine Film bei Don Quixote. Und dann kam der raus mit Adam Driver und war dann leider nicht so überzeugend. Also ich kann überzeugend. Jedem Dune-Fan daraus mal raten, diesen Film zu schauen. Jodorowskis Dune. Ja. Der lebt ja auch noch. Auf YouTube habe ich ihn gesehen. Ja. Genau, der lebt noch. 94. 94 Jahre alt und der hat auch schon, als der Trailer zu Dune 1 rauskam, hat er so ein bisschen drüber gestänkert. Dass der Film, ne, so auf die Tour, ja, der kann ja keine Seele haben, weil das ist eine große Produktion und das ist nicht dieses Abgefahrene. Was der auch alles ändern wollte an dem Film. Ja. Bei dem war das eigentlich so, dass Leto Atreides ein Eunuch ist, dass der nicht fruchtbar ist und dass wie er dann Paul Atreides zusammen mit Lady Jessica bekommt, weißt du wie? Er piekst sich auf und sie nimmt das Blut und dann geht das irgendwie so durch sie hindurch und befruchtet das. Das ist so abgefahren. Ja, das ist seine Art. Also in seinen Filmen kommt ja auch immer so etwas, vielleicht auch manchmal so Inzestiöses drin vor, hier und da. Also das ist schon super abgefahren. Und ich hätte es super gern gesehen, weil so im Vergleich ist die Dune-Verfilmung, die wir jetzt haben, abseits von David Lynch, ist ja schon sehr brav. Ja. Also das ist ja sehr straightforward, AAA-Produktion. Also, und das ist, glaube ich, absolute Wahnsinn geworden. Das Ding ist halt so, er wollte halt mit seinem Dune-Film quasi das Gegenteil machen, was Frank Herbert mit seinem Buch erreichen wollte. Er wollte halt aus Paul Atreides so einen ultra krassen, eine riesige messianische Figur machen, die angebetet wird. Und das war ja so quasi das Gegenteil von dem, was Frank Herbert wollte. Ich habe hier gerade gelesen, dass dieses Buch so ungefähr geschätzt hat, dass der Film 12 Stunden lang wird. Ja, also dem auch zuzuhören, wie er immer so ausschweift und was er für Geschichten erzählt. Ich glaube, da kann man auch nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt. Aber es ist schon so. Dieser Mann hat einfach so eine Energie. Ja, genau. Das ist halt so inspirierend, weil der hat einfach so eine Idee und er fragt die ganzen Leute an und die liefern ihm tatsächlich auch schon so: Hey, HRG, kannst du mal? Ja, klar, kein Problem. So. Geil. Und das ist super geil. Ja. Also, guckt es euch an. Gibt's auf YouTube. Einfach mal. Jodorowskis Dune. Ich habe jetzt noch ein paar Kommentare vom letzten Podcast mitgebracht. Habt ihr Bock drauf? So, dass wir über 3 Kommentare sprechen. Ich habe heute mal auf News verzichtet, weil es gab auch nichts Großes, außer dass die einen neuen Jurassic World planen, wo wir ja alle einer Meinung sind. So, warum? Nee, danke. Gestern hat das irgendjemand bei uns in den internen Chat gepostet. Von David Leitch soll der ja sein. Genau. Und Mario ist einfach so. Nein. Ja, aber David Leitch macht schon wieder hellhörig, ne? Ja, auf jeden Fall. Deadpool, Hobbs & Shaw, Bullet Train, Macher. Also da, John Wick. Macht er nicht Heil? Nee, das macht der Regisseur, macht das nur. Ich Deadpool, hat er an Deadpool mitgearbeitet? Ja, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich meinte John Wick. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob der an Deadpool mitgearbeitet hat. Macht er nicht Deadpool 3? Ich bin mir auch nicht sicher, weil er macht immer zusammen David Leitch und sein Kompagnon. Ja. Heute ist der Namenspodcast. Jetzt ist der Namenspodcast, ja. Ja, Chats Stahelski meinst du? Ja, genau, der macht Highlander, nämlich das Remake angeblich. Boah, heute haben wir es echt mit den Namen. Ich glaube, David Leitch hat mit Deadpool. Ich bin mir gar nicht sicher, muss ich mal googeln. Deadpool Schmidtpool, ne? Nee, also der hat Deadpool 2 gemacht. So, jetzt haben wir es. David Leitch hat Deadpool 2 gemacht. Und, der beste Deadpool. Ja, find ich persönlich ja auch. Aber gut. Gehen wir mal auf die Kommentare ein, die ich mitgebracht habe. Zum Beispiel von Konrad Henschel 9386. Erster. Ich muss mich mal bei Jonas bedanken für so viele Bücher, die ich durch ihn kennengelernt habe. Ach, gerne, danke. Jonas, der Bookworm. Was liest du gerade in diesem Moment? Jetzt gerade lese ich Dune. Ja. Aber ich kann ein anderes Buch empfehlen an dieser Stelle.
Und das heißt, das wird euch auch interessieren. Ich glaube, das ist auch so ein Buch für euch. Ich habe das an einem Tag durchgelesen, weil ich nicht aufhören konnte. Tag? Ich bin immer noch, ich hab davon schon gehört. Und das war auch das Lieblingsbuch von Sebastian von Filmstarts. Welches denn? Wie heißt es? This is How You Lose the Time War von Max Gladstone und Amal El-Mota. Mhm. Das ist knapp 200 Seiten lang. Und da geht es im Prinzip um so einen interstellaren, multidimensionalen Krieg zwischen Red und Blue. Mhm. Und das ist immer aus der Sicht von der einen geschrieben, die an die andere Person schreibt und die sich quasi so fetzen. Aber daraus entsteht so eine richtig schöne Liebesgeschichte und ich liebe dieses Buch. Sehr interessant. An einem Tag liest man das durch, wenn man einfach wissen, wie es ausgeht. Und, ja. Ich lese aber langsam, ich bin immer noch im letzten Band von Sleep von Eis und Feuer. Ich lese noch langsam, ich bin bei Trisolaris Seite 100. Ich habe hab ein Ziel gefasst, Marius. Ja, ich will dich noch überholen. Quatsch. Malte 5140 hat geschrieben, eine neue Ausgabe von zum letzten Podcast. Lenny erzählt von 30 Filmen, die er in den letzten Tagen geschaut hat und warum er es nicht geschafft hat, Game of Thrones zu schauen, in Klammern, was er aber unbedingt möchte. Ja. Was er aber unbedingt möchte. Was soll man dazu sagen? Ja, ich meine, Lenny ist halt eher auch so der Filmtyp. Ja. Das kannst du ja irgendwie auch verstehen. Und wir ziehen ihn ja auch schon auf mit Game of Thrones und er sagt immer, er will wirklich, ich weiß nicht, was da los ist. Ein Terminkalendereintrag. Game of Thrones Zeit. Wir können, das Stündchen am Tag. Wir können ihn ja auch nicht, Uhrwerk Orange habe ich ja auch vor kurzem gesehen nochmal. Wir können ihn ja nicht nochmal, wir können ihn ja nicht dazu zwingen, mit der Ludovico-Technik ihn vor die Leinwand setzt. Ich gebe ihm mal freiwillig die Tröpfchen ins Auge. Ja. Pipi-Tröpfchen. So. Und die Tränen für Staffel 8. Ja. My 123 Tutorials hat geschrieben, ich bin gerade sehr begeistert davon, wie unglaublich harmonisch Jonas und Lenny im Podcast harmonieren. Das ist die neue Super-Kombo, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Wie würdet ihr euch nennen, du und Lenny? Wie nennst du euer Team? Die Bärenbrüder. Team ist schön. Bärenbrüder. Das ist schön. Ich weiß nicht, warum. Weil er der Bär ist und du der Bruder. Ich habe den Film nicht mal geschaut. Billiges Ripper von Der Bär. Empfehle ich immer wieder gerne, französischer Filme. Kennst du den Soundtrack von Bärenbrüder? Das kommt irgendein. Nee, ist kein Witz. Nee. Ist das nicht der von Phil Collins, wo der so. Das ist Tarzan, oder? Nee, nein, auch Bärenbrüder. Ist auch von Tarzan, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe Bärenbrüder auch nicht gesehen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Phil Collins sich sehr engagiert hat. Wo ist Disney? Ist das nicht Xenias Lieblingsfilm? Ich glaube schon. Bärenbrüder? Ja, ich glaube schon, ja. Das ist so ein Kinderfilm von den Jahrgängen. Phil Collins hat den Soundtrack gemacht und hat völlig übertrieben. Also, weil der so saugut ist. Und er singt, auch phonetisch in verschiedenen Sprachen. Also, er singt zum Beispiel auch auf Deutsch, obwohl er kein Deutsch kann. War das Bärenbrüder nicht bei Tarzan auch so? Es kann sein, dass mehr Sprachen. Phil Collins einfach, der reißt ab. Das ist auf jeden Fall bei Bärenbrüder, aber ob es das auch bei Tarzan ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dann muss ich den doch mal schauen. Ich möchte so ein Crossover sehen. Es gibt dieses super bekannte Lied, das ist mega der Ohrwurm von dem Bärenbrüder-Soundtrack von Phil Collins. Bärenbrüder. Und wir essen gerne Honig. Wir essen gerne Bärchenwurst. Wir essen gerne Menschen. On My Way. Kennt ihr nicht On My Way? I'm on my way. Sing's mal, Alter. Okay, ich singe es. Ach, YouTube-Werbung! Scheiße. Ach, nicht, dass wir gesperrt werden wegen Content. Achso, warte mal, ihr wollt das bestimmt auf Deutsch hören, ne? Können wir dann auch Girlfriend auf Deutsch von Avril Lavigne hören? Kennt ihr das? Girlfriend auf Deutsch? Girlfriend, ich hab das in mehreren Sprachen gesungen. Hey, hey, ich möchte deine Freundin sein. Super cringe. Das klingt gut. Ja. Das ist ein Banger, das Lied. Okay. Ich hab ein Déjà-vu. Habe ich das nicht schon mal eingespielt in einem Podcast? Ganz ehrlich, in einer anderen Staffel. Haben wir eigentlich jemals über die Podcast-Amnesie gesprochen, im Podcast? Weiß ich nicht. Wir vergessen immer nach dem Podcast. Dass wir es vergessen haben, ob wir darüber gesprochen haben. Ich habe das schon mal eingespielt, 100%. 100%ig habe ich das schon mal eingespielt. Es ist aber auch, ich höre das sehr oft, das ist wirklich ein geiler Song. Aber die deutsche Version hörst du. Ja. Okay. Wir haben aber auch noch die Starts der Woche mitgebracht, wie in jedem Podcast. Wir sprechen über die aktuellen Kinostarts und eventuell auch im Streaming. Wenn wir irgendwie was sehen, was uns da ins Auge sticht, ist dieses Mal nicht passiert, aber es gibt drei Filme, die im Kino starten, die von denen zwei sehr empfohlen sein sollen. Und wir beginnen mit Night Swim. Dazu habe ich gestern quasi auf CSB eine Kritik gemacht. Der Horrorfilm von Blumhouse über den bösen Pool im Hintergarten, der aber vollkommen ernst durchgezogen ist. Also die Anti-Empfehlung. Eigentlich, ja. Ja, das schaut euch die Kritik an. Ja. Das klingt auch so ein bisschen wie, wir haben ja heute schon über Quentin Dupieux geredet, der hat ja auch Rubber gemacht und da ging es um einen Reifen, der Menschen tötet. Aber das ist nicht vergleichbar. Das ist was ganz anderes.
der hier hat wirklich den Anspruch, so ein ernster Horrorfilm zu sein. Und, oh! Nee, ist es nicht. Ist wirklich, wirklich, wirklich kein guter Film, wie ich finde. Schwierig. Aber schaut euch die. Den jungen Russell dran hier, den Sohn von Wyatt Kirk Russell. Russell. Ja. Aus Monarch kennt man den. Warum guckst du so? Ich habe Monarch nicht geschaut. Ach so. Brauchst du auch nicht. Aber der Film ist auf jeden Fall, also wer Bock auf so einen sehr stumpfen Horrorfilm hat und einfach vielleicht ein bisschen jünger ist und vielleicht noch nicht so viele Horrorfilme so gesehen hat. Es gibt schon Leute, glaube ich, die das genießen könnten. Das ist jetzt auch keine Katastrophe, der Film. Ja, würdest du sagen, ey, so, keine Ahnung, man packt sich ein paar Freunde von einem Freitagabend ins Kino, einfach über diesen Film zu lachen, wie stumpf er ist. Oder wie doof er ist. Würde das funktionieren? Nee, weil der dann auch aber nicht so doof ist, dass man sich darüber lustig machen kann. Aber vielleicht ist das ja auch mal der Film gewesen von irgendeiner Person, deren das allererste Kinofilm das war. Ach so, du meinst überhaupt von einem Publikum? Ja, das kann natürlich sein, ja. Er ist ab 16. Da muss diese Person aber der Film irgendwann mal erzählen. Der erste Film, den ich jemals im Kino geschaut habe, war Night Swim. Aber der Film ist ab 16, also, das ist ja ziemlich spät dann ins Kino gegangen, oder? Also ja, vielleicht ins Kino geschmuggelt. In Hauser kommt man mit 6 da rein. Ja, oder halt wirklich irgendwie auf einer Blu-ray oder so erwischt in das 3 Jahren. Guck, mein erster Horrorfilm. Ja. Es startet außerdem die Farbe Lila. Das ist genau, das ist das Remake von, beziehungsweise eigentlich ist es kein Remake. Also es gibt Steven Spielbergs Film in den 80ern, der ist super bekannt und der war ja auch hoch erfolgreich und sehr berührend. Genau. Es gibt allerdings ein noch älteres Buch, auf dem beide Geschichten quasi basieren. Dieser Film basiert aber eigentlich auf dem Broadway-Musical zum Buch. Ja, also dieses ist einfach ein Buch, das sehr, sehr oft adaptiert wurde. Und das Broadway-Musical hat sich quasi in irgendeiner Form über Ecken in diesen Film entwickelt, der jetzt diese Woche erscheint. Es geht genau wie in Steven Spielbergs Verfilmung um eine schwarze Südstaatlerin vor ungefähr einem Jahrhundert, die ums Überleben kämpft und Jahrzehnte des Missbrauchs hinter sich hat. Mhm. Und ist eine sehr kraftvolle, berührende Geschichte über Rassismus. Und die Farbe Lila sei empfohlen. Wobei wir, glaube ich, niemand von uns hat den gesehen. Den alten, ja. Den alten, natürlich, ja. Wobei ich den auch als Kind oder so mal gesehen habe. Ja, das ist schon wirklich lange her. Ja. Aber es wäre vielleicht mal ein Anlass, um den noch mal zu gucken. Ja, aber ich glaube, das Musical lasse ich jetzt aus, weil ich mag keine Musicals. Ja, ich schreck mich auch her ab. Also, es ist eher so ein Lenny-Ding, glaube ich, dann. Ist es, aber ich weiß nicht, ob dieser Film ein Musical ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon ein bisschen gesehen, da wird auch getanzt und gesungen. Ja, war das nicht so überraschend, dass er nicht als Musik nicht so verkauft wird, aber dann, Es wird doch da gesungen? Ja, ja, genau. Nevermind. So. Genau wie Wonka. Okay. Ja. Der neue Trend. Ist der neue Trend, genau. Alles wir verschleiern das. Ja, was meinst du, was Dune 2 wird? Ein Musical. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das. Der Fandance. Oh, das. Oh. Jonas hat ich habe gerade wirklich so einen, ich habe einen Albtraum Jonas, gehabt, Jonas, ohne zu schlafen. Stell dir einfach so einen Sandworm mit so einem Hut vor, wie er so tanzt und dann so, yeah, yeah, oh, Jonas hier ist es da. Jonas ist gerade in seine Hose gekommen, ich sehe es doch. In seinem Sandworm. Nein. Ja, Blut, da ist Blut. Oh Gott, Father of the Bloodworm. Außerdem, wo wir bei dem Thema sind, startet All of Us Strangers von Andrew Hay. In den Hauptrollen kennt man zwei sehr große Namen in der Schauspielszene zu sein. Ja. Das eine ist Jonas, ja. Andrew Scott. Andrew Scott kennt man vor allem als Hot Priest aus Fleabag. Und oh Gott, Jonas, dein Hirn. Was passiert denn mit deinem Gesicht? Andrew Scott. Ich muss das Mr. Aftersun, so. Genau, Mr. Ja, Aftersun. Mr. Aftersun. Wie heißt der? Paul Mescal. Genau. Richtig gehypt gerade. Ja, die beiden spielen Nachbarn. Einer von den beiden ist, Paul Mescal, glaube ich, ist Drehbuchautor. Und lernt halt seinen mysteriösen Nachbarn kennen und die beiden kommen sich auch näher. Und dann gibt's eine Zeitschleife, eine Zeitreise zurück, 30 Jahre zurück, sodass der Drehbuchautor in die Vergangenheit reist und nochmal seine verstorbenen Eltern sieht. Ich habe den nicht gesehen, den Film. Ich habe mich mehrmals mit der Handlung auseinandergesetzt. Ich habe auch mal kurz mit Lenny drüber gesprochen. Lenny war sehr, sehr, sehr begeistert von All of Us Strangers, weil er den Film schon sehen konnte. Mhm. Der Film gewinnt auch unzählige Preise, der gilt als wahnsinnig berührend und soll ein sehr mitreißender Film sein. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich den nicht gesehen habe, aber All of Us Strangers sei hier noch empfohlen. Der startet ebenfalls diese Woche in den deutschen Lichthäusern. Lichtspielhäusern. So ein Lichtgeschäft. Alte Lichtspielhäuser. Ja, ich wollte nur nicht Kinos sagen, weil Kinos, das Wort benutzen wir. Wie oft meint ihr, haben wir das Wort Kino schon in unserem Podcast benutzt? Sollten wir es nicht einfach wirklich einfach das ein Lichtspiel nennen?
Ein neues Lichtspiel. Das wäre schön. Ein neues Lichtspiel startet in den Theatern. Lichtspiel Strikes Back. Wie oft haben wir das Wort Kino in unserem Podcast bereits benutzt? Ich wette mindestens 7 Mal. Mindestens. Ich sag 8 Mal. Ja. 8,5. Okay, ich glaube, Marius gewinnt die Wette. So, heißen wir dann Lichtspielhaus touchiert? Wieso touchiert? Ja, touchieren heißt schlagen sagen wir auch oft. Ja, aber touchieren ist ja nur so leicht anwatschen, ne? Strikes und touchieren sind sogar ziemlich unterschiedlich. Lichtspielhäuser schlagen. Nein, nicht schlagen. Schlagen ist zu hart. Schlagen ist zu langweilig. Du willst ein Thesaurus. Panchieren. Was? Ich wollte Punch auf schön Deutsch sagen. Panchieren. Blanchieren. Nicht blanchieren, panchieren. Was ist poltern. Denn? Poltern. Oh, poltern. Lichtspielhäuser, poltern. Nicht zurück, sondern nach hinten. Encore. Wieder. Wo bist du gerade? Coole Worte andere, verschlagen. Anderes Wort für Lichtspielhäuser, poltern. Retour. Retour. Ah, Lichtspielhäuser, poltern, guck mal, Retour. War schon fast. Ja, fast. Ja, falls ihr weitere tolle Videos gucken wollt jetzt, dann schaut doch mal bei unseren lieben Kollegen und Kolleginnen im Funknetzwerk vorbei, nämlich bei Was kostet die Welt? Die haben ein Video über Spotify gemacht. Warum Spotify kein Geld verdient. Spannendes Video. Oder ihr checkt mal die Bärenbrüder aus, denn Lenny und Jonas haben letzte Woche ebenfalls einen Podcast hier hochgeladen, der sehr schön war. Vorletzte Woche, sorry. Stimmt, letzte Woche war die Week, ja. Und ansonsten Daumen hoch, abonnieren. Willkommen hier in Staffel 7 von Cinema Strikes Back, jetzt offiziell. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.